Ostermontag, die Nachrichten heute mit diesen Themen. AKW-Ende. Für den Wirtschaftsminister ist der Atomausstieg. Am kommenden Samstag werden die drei noch verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Die Energieversorgung ist dadurch nicht gefährdet, so Wirtschaftsminister Habeck, der auch noch mal deutlich machte, dass er den Atomausstieg für endgültig hält. Die FDP hatte sich noch einmal gegen den endgültigen Ausstieg gestellt, wie auch zwei Drittel der Deutschen. Elena Brecher und Alexander Schönen über das Ende des Atomstroms. US-Präsident Joe Biden will bei den Wahlen 2024 erneut antreten. Das bekräftigte er heute zumindest indirekt. Die Spannungen zwischen China und Taiwan eskalieren weiter und damit auch die zwischen China und den USA. Der französische Präsident Macron will den USA nicht uneingeschränkt folgen und wünscht sich eine eigene europäische Strategie, um als dritter Pol aufzutreten. China sieht Taiwan als sein Territorium an und hatte seit Samstag eine dreitägige Militärübung rings um den Inselstaat abgehalten. Lukas Ferring mit Einzelheiten. Nach dem Fund von zwei toten Kindern in einer Wohnung im baden-württembergischen Hockenheim gehen die Ermittlungen weiter. In Louisville im US-Bundesstaat Kentucky hat ein Mann vier Menschen erschossen. Sechs weitere kamen verletzt ins Krankenhaus. Nach dem Einsturz eines Hauses in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille haben Rettungskräfte zwei weitere Todesopfer geborgen. Zwei Monate nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Not der Menschen immer noch groß. Es braucht längerfristige Hilfen, mobile Krankenhäuser, Schulen für die Kinder, neue Häuser. Auch aus Deutschland kommen nach wie vor Spenden, wie Delia Träger berichtet. Vorsicht, Blutsauger! Obwohl es noch nicht so warm ist, schlagen die Zecken schon zu. Ob beim Osterspaziergang im Wald oder beim Arbeiten im Garten. Tja, und so ein Stich, der kann gefährlich werden, denn die kleinen Parasiten können Krankheitserreger übertragen. In welchen Regionen die Gefahr besonders groß ist und wie sie dem kleinen Vampir aus dem Weg gehen, wissen Lea Freist und Timo Michelsen. Kaum ist das lange Osterwochenende vorbei, da schielen wir doch eigentlich schon wieder Richtung der nächsten Feiertage. Ja, und auch der Mai, der hält ja ein paar davon bereit. Ist nur die Frage, bleibt das Frühlingswetter dann endgültig? Wünschen würden wir uns doch so viel Sonne wie heute. Lena Hornstein. Tierisch dicke Osterüberraschung für die Bewohner im Zoo von Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens. Na, das sah doch schön aus. Jetzt schauen wir noch, wie das Wetter ganz konkret ab morgen wird. Und hier in Sat 1 sagen wir danach Happy Birthday Tabaluga. Die große Show mit Peter Maffay und Freunden sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Ganz viel Spaß und dann sehen wir uns morgen wieder.